Wunderschönen guten Morgen von der Papas Amadeus Haus Indoors. Tag 4, Finaltag für uns alle. Und wir haben aber seit 4 Tagen, oder eigentlich sind es ja schon 5, weil das Team oder die Teams sind am Mittwoch angereist, ein Produktionsteam für Servus TV da, soweit ich mich erinnern kann. Mein Kopf ist auch schon etwas leer. Sind sie aus Berlin angereist? Neben mir stehen Jana Griewald und Florian Breithaupt. Und wir wollen jetzt einmal wissen, wie die Sicht der Dinge ist, wenn man vor der Kamera steht. Weil üblicherweise sind Sie diejenigen, die die Leute immer interviewen und den Kontakt aufbauen zu den Personen, die dann gefilmt werden. Ich habe 4 Tage Zeit gehabt, Kontakt zu den beiden aufzubauen. Und jetzt werden wir mal schauen, was Sie uns so erzählen können. Jana, du warst die Erste hier, hast eine wilde Fahrt gehabt aus Berlin und bist jetzt eingetaucht in die Pferdewelt, die vielleicht etwas verrückte und besondere Pferdewelt. Wie fühlst du dich und was sind so deine Impressionen? Also so meine Highlight oder was ich grundsätzlich sagen muss, ist auf jeden Fall, dass die Leute unglaublich nett sind. Dass es ein wenig lockerer ist als in Deutschland, auch vom Drehen für uns. Also es ist sehr viel einfacher als in Deutschland zu drehen, weil alle unglaublich nett sind. Und was ich ganz spannend fand, dass wir doch nach 3 Tagen relativ schnell verstanden haben, wie das so funktioniert. Also wenigstens so die Grundregeln, weil wir sind wirklich Laien. Und es ist einfach großartig. Es macht großen Spaß und ich hoffe, wir kommen nächstes Jahr wieder. Du hast ja einige Typen, sage ich jetzt absichtlich, kennengelernt, die wir dir auch vorgeschlagen haben und das hat auch gepasst. Wie beschreibst du die Typen, die du jetzt porträtierst? Ja, also meistens sind es ja nochmal die, die man dann nochmal so spontan kennenlernt. Die Steffi Biestern ist einfach eine ganz Liebe und ich hoffe, oder sie hat mir versprochen, wenn sie erfolgreich wird, dann wird sie uns auf jeden Fall zum Turnier einladen, weil wir waren ja eigentlich ihr erstes Kamerateam irgendwie. Ja, Hugo Simon ist eine Legende, klar, also ist schon eine Type, definitiv. Wen hatten wir noch? Ich war ganz begeistert, aber dessen Namen weiß ich nicht, das ist so ein Italiener, der läuft hier immer mit einer Pfeife rum. Das war dann Natale Chiaudani. Großartig. Und im Endeffekt, das sind einfach großartige Typen. Alle sehr locker, das ist es halt. Locker vor der Kamera. Und wen ich eigentlich, mein persönlicher Favorit, ist schon der Max Schmidt. Bei mir wahrscheinlich aus anderen Gründen als bei den anderen Mädels. So, aber toller Typ, lustig. Florian, du bist ein bisschen später dazu gestoßen, aber hast, glaube ich, auch schon einige Eindrücke gewonnen hier. Ja, das stimmt. Also was ich vor allem sagen muss, bemerkenswert finde ich, dass man sich hier als Zuschauer natürlich nicht nur den Namen des Reiters merken muss, sondern auch noch gleich des Pferdes. Das finde ich schon, also für mich irgendwie auch eine besondere Herausforderung. Was ich schon so sagen kann, dass es irgendwie sehr familiär abläuft. Also da haben wir irgendwie auch so die notwendigen Zugänge bekommen, dass hier jeder jeden kennt. Und das ist, glaube ich, schon auch sehr besonders. Also das ist so eine Reizszene, die so von Stadt zu Stadt wandert und man trifft sich hier und das finde ich schon sehr herzlich und da schließe ich mich der Jana an, dass das schon Spaß macht, irgendwie zu sehen, wie man hier so sehr familiär miteinander umgeht. Das ist spaßig. Entwickelt man eigentlich zu den Personen, die man dann interviewt, auch Jana, komm ein bisschen mehr in die Kamera, ne? Entwickelt man zu den Personen, die man interviewt, generell immer eine persönliche Beziehung oder ist es abhängig von den jeweiligen Leuten? Also bei mir ganz ehrlich ist es abhängig von den Leuten, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Also es ist mein Job, einfach irgendwie auch nett zu den Leuten zu sein, aber natürlich habe auch ich ein Herz und eine Seele und bei der Steffi kann ich nur sagen, die ist mir total ans Herz gewachsen. Also ich zitter da unten genauso mit und ich konnte heute Morgen nicht das mit angucken und es ist wie irgendwie so eine kleine Schwester jetzt auch so die 3 Tage gewesen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auch ein Fixi oder Mr. Alpenspan finde ich ja ganz großartig. Das sind einfach Menschen, die mich wahnsinnig beeindruckt haben und die ich, mit denen ich dann auch gerne ein Bier an der Theke trinke. Und das mache ich jetzt nicht mit jedem Protagonisten. Ist es dann so mehr das weibliche Element des Redakteurs oder geht es dir auch so? Nee, ich glaube, ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es gut läuft, ist, wenn man mehr oder weniger vergisst, dass man bei einem Dreh ist. Dass man es gibt irgendwann so den Moment, wo das so umschlägt. Das ist natürlich nicht immer gut, wenn es zu persönlich wird und zu intim. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber das geht hier irgendwie so Hand in Hand. Also ich glaube, wir haben uns ja mit der Melanie irgendwie ganz besonders eng bekannt gemacht und das ist schon so, dass das sehr hilfreich ist, dass man da irgendwie, die ist natürlich irgendwie auch so ein Türöffner in vielerlei Hinsicht und man weiß manchmal gar nicht, dreht man jetzt oder ist man schon privat, also das ist irgendwie schon besonders und das macht natürlich irgendwie so eine besondere Intensität in so einer Reportage auch aus. Schwierig wird es dann, wenn das natürlich schon Profis sind, da muss man dann irgendwie wissen, okay, bis hierhin und mehr machst du auch nicht.
da muss man irgendwie professionell sein und das geht die auch nichts an und das interessiert die auch meistens nicht, was man persönlich jetzt denkt und so weiter, da muss man irgendwie professionell sein. Das ist schon so immer so im Individualfall zu sehen. Es ist ja gar nicht so einfach, das habt ihr auch mitbekommen, die Reiter sind ja auch unter Anführungszeichen Spitzensportler, was man ist, also auch als bewusst gewählt, weil man es ja, wenn man mit dem nichts zu tun hat, es ja auch nicht weiß, dass die sich vorbereiten, vielleicht nicht gestört werden wollen. Solche Situationen hat man ja auch. Du hast ja dann den Hugo übernommen. Wie ist es dann, wenn man noch nie mit dem Pferdesport zu tun gehabt hat und dann auf einmal damit konfrontiert wird, dass man gern filmen möchte und nicht darf oder da oder dort? Wie geht man damit um? Ja, ich glaube, das ist genau das. Also man muss natürlich irgendwie diese Spielregeln erstmal respektieren. Also man ist hier erstmal Gast und man will ja letzten Endes schon irgendwie was haben und das ist nur derjenige in der Lage zu geben. Also da muss man sich auch so ein bisschen an das Tempo anpassen und auch so ein bisschen diese Spielregeln beherzigen. Aber das merkt derjenige ja auch, also wie ernst man ihn nimmt oder ob das jetzt nur irgendwie so eine Nummer ist und ich glaube, das ist da eine schwierige Mischung, aber wenn die Leute gegenüber merken, der ist da wirklich interessiert, auch wenn der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, dann sind die Leute auch bereit, eine ganze Menge mitzugeben. Das ist wichtig, glaube ich, ja. Bei der Mächtigkeit Jana, da wird ja gesagt, du musst dich unbedingt positionieren vor der Mauer, wenn sie dann hoch aufgebaut wird und dann hörst du nur mehr drum, drum, drum und bam und dann auf einmal kommt das Pferd. Wie war's? Also da muss man ja ganz klar sagen, ich mache das jetzt auch 8 Jahre und du drehst überall und man ist ja auch irgendwie schon, also man erlebt viel. Du bist sehr reizüberflutet, aber diese Mächtigkeitsprüfung, ich glaube, ich hatte 5 Herzinfarkte. Ich bin wirklich gestorben da an der Seite und ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Also und als der Max dann noch am Ende gewonnen hat und geweint hat wie ein Schloss, und da konnte ich dann auch nicht mehr. Und da merkt man dann schon, da ist man dann auch nur Mensch und nicht nur Journalist oder Autor. Das reißt dann mit und es ist dann eigentlich total schön. Ne? Gestern war ja ein langer Tag für uns alle. Die Halle war sehr gut gefüllt. Ich habe mich gewundert, dass bis um 11 an der Nacht haben die Leute das Trumer-Pilz-Championat noch bewundert und dann ist noch mit Dressur weitergegangen. Da sind immer noch die Leute gesessen. Aber ihr wart ja auch in Sachen rundherum unterwegs und ich glaube, soweit ich das gehört habe, habt ihr da die Tanzfläche auch etwas gerockt oder wie war das auch Teil der Produktion? Ja, letzten Endes schon. Also ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Also irgendwann ist man ja nicht nur Journalist und Protagonist, sondern dann ist man eben auch, dann wird man so zum Team und dann gehört man auch dazu. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie blöd, wenn man so 12 Stunden miteinander verbracht und sagt, so, gute Nacht, das war's jetzt für heute. Dann kann man das auch nochmal irgendwie so ein bisschen persönlich ausklingen lassen. Und immerhin hat mich irgendwie das davon überzeugt, dass Reiter nicht nur reiten können, sondern auch eine ganze Menge anders. Und die stehen morgens nämlich auch irgendwie, den Max habe ich gesehen, der sah jetzt nicht blendend aus, aber er saß hier und hat seine Freundin angefeuert. Und ich glaube, der war wesentlich länger da als wir beide. Also das fand ich schon beeindruckend. Wie war's für dich? Ja, also wie gesagt, wir haben ja mit der Melli die Tanzfläche gerockt und auch mit den anderen und mit dem Max noch eingetrunken und so. Und ich war auch beeindruckt davon, wie die feiern können, die Reiter, und wie sie dann trotzdem am anderen Morgen aber hier stehen. Also da können wir uns eher eine Scheibe von abschneiden. Und das, was ihr jetzt heute noch filmt und dann, sag ich jetzt, zusammenschneidet und produziert, sehen wir wann, wo? Das sehen wir am 16.12.2010 bei Servus TV. Ich glaube, die Uhrzeit ist 19 Uhr. Und es gibt auch Wiederholungen, wer das zu diesem Zeitpunkt nicht schafft. Ein herzliches Grüß Gott aus der Salzburg Arena und es ist immer noch Zeit zu kommen, den ganzen Tag zu genießen.